Moin Leute, am 30. August erscheint ja Star Wars Outlaws für PlayStation 5, Xbox und PC. Und das Spiel sah vorab wirklich fantastisch aus, schon fast zu gut. Und ich dachte mir so, ich habe da so ein bisschen Bedenken, das Spiel sieht zu detailreich aus für die heutige Zeit. Es ist irgendwie fast zu schön, um wahr zu sein. Trotzdem hat man ja immer so ein bisschen Hoffnung. Und IGN hat nun eine Demo spielen dürfen und haben dann 10 Minuten Gameplay aus dieser Demo hochgeladen. Und was soll ich sagen? Die Kommentare unter dem Video sprechen eigentlich für sich. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Watch Dogs. Ubisoft hat damals einen ähnlichen Fehler gemacht, indem sie uns eine überragende Version des Spiels gezeigt haben, nur um dann stillschweigend den Downgrade vor Release vorzunehmen. Auch da war der Shitstorm gewaltig. Auch ist Ubisoft allgemein dafür bekannt, die Spiele vor Release nochmals zu downgraden, nehmen wir zum Beispiel die Far Cry-Serie, The Division oder Rainbow Six Siege. Aber gerade bei Watch Dogs fühlten sich die Spieler betrogen und das Vertrauen in Ubisoft nahm erheblichen Schaden. Und natürlich gibt es nicht nur negative Stimmen, auch Leute, die sich über das Spiel freuen, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und auch wenn das Spiel nicht so gut ausschaut, ich könnte hier auch ein Auge zudrücken, ich habe auch schon Spiele geschaut, die weitaus schlechter aussahen, aber hier geht es ums Prinzip, dass uns wieder mal etwas versprochen wurde, was nicht eingehalten werden kann. Und ich frage mich halt, wieso? Wollte man es den Aktionären recht machen? Wollte man Vorbestellungen generieren? Ja, und dann eben so kurz vor Release hat man lange nichts gehört und jetzt ploppt hier dieses Video auf. Ich bin sehr gespannt, was Ubisoft jetzt in den nächsten Tagen machen wird, wie sie darauf reagieren, ob da irgendwie noch eine Meldung kommt. Ich meine, wir sehen da die PC-Version, oder ich vermute zumindest, dass das die PC-Version ist, wo IGN gespielt hat. Dann könnt ihr euch vorstellen, auf Konsole wahrscheinlich nochmals ein bisschen schwieriger dann. Ja, und demnächst kommt Assassin's Creed von Ubisoft. Und gerade jetzt müsste man doch Transparenz und Ehrlichkeit zeigen, um das Vertrauen der Spieler zu gewinnen. Und was sagt ihr, gerade die Star Wars Fans da draußen? Holt ihr euch das Spiel? Wenn ja, nur weil es jetzt das Franchise Star Wars ist. Und wie fühlt ihr euch dabei? Also fühlt ihr euch eher so ein bisschen verarscht oder sagt ihr, ach komm, ist eigentlich egal? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.